Ein letzter Chronikeintrag von Ludwig vom Heiligen Römischen Reich. Ehemals Kaiser, nun König aller Deutschen und König der Bayern. Wir wollen in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten ein wenig Revue passieren lassen. Ich möchte mir meine Chronikaufzeichnungen durchgehen und diese natürlich auch teilen mit den aktuellen Herrschern der Welt. Mit dem Mann, mit dem ich gerade einen großen Krieg führte und ihn verloren habe, Kaiser Hamelin von Franzien. Ich erkenne euren Sieg selbstverständlich an und muss auch die große Geschichte Franziens anerkennen. Eine sehr starke und mächtige Geschichte in der Vergangenheit. Ich habe euch die Chronikaufzeichnungen zukommen lassen. Vielleicht könnt ihr, werter Kaiser von Franzien, zusammenfassen, wie war die Geschichte in den letzten 200 Jahren für Franzien? Oder wie hat das alles begonnen, auch mit eurer Dynastie insbesondere? Nun, zunächst einmal, ihr habt tapfer gekämpft. Es war ein ehrenvoller Sieg und bestimmt auch eine ehrenvolle Niederlage um den Kaisertitel in Europa. Was unsere Geschichte betrifft, wir haben, soweit ich das in meiner Aufzeichnung sehe, anfängliche Schwierigkeiten gehabt. Ursprünglich stammen wir aus Burgund und hatten mit unseren Herzogen nie wirklich das Große losgezogen. Und nun ja, durch Zufall haben wir dann den Königstitel von Frankreich geerbt. Und ab da ging es dann nur noch bergauf. Obwohl als Franzien haben wir uns ja zusammen mit Aquitanien zunächst ein großes Reich erschaffen, aber nachdem wir die Schweiz zu uns ins Land geholt haben, gab es doch mehr innerländliche Konflikte, als uns lieb gewesen wären. Oh ja, wie wahr. Aber trotz allem steht Franzien auch nach so viel inländischem Krieg stark und vereint zusammen. Das stimmt, ihr habt wahrscheinlich die größte Armee Europas, wenn ich mich nicht täusche, mit über 50.000 Mann mittlerweile. Und auch verwaltungstechnisch steht hier vielen im Nichts nach. Ach ja, und es scheint ja auch eine Historie der Trunkenbolte in eurer Dynastie zu geben, oder täusche ich mich? Ich glaube, ihr feiert gerne Feste in eurer Dynastie, auch eure Väter und Vorväter. Da gab es ja ganz besondere Charaktere, wenn ich mich zu Recht in die Chronikaufzeichnungen versetze. Ja, es gibt wahrlich viel zu feiern bei uns und der Wein verlangt danach, getrunken zu werden. Ich erinnere nur an die bayerischen Lieferungen an einen eurer Vorkönige und Vorväter, an Bier und Wodka aus dem Osten. Damit hat es begonnen. Bayern hat also sehr viel zum Erfolg Franziens beigetragen, denn die besten Entscheidungen von Franzien sind immer unter großem Alkoholeinfluss entstanden. Das ist wahr. Nun gut. Ja, Franzien, ein jetzt sehr mächtiges Land, Teile Spaniens besitzend. Und mittlerweile, okay, ich verstehe. Die Teile, die in Afrika Franzien besitzt, die gehören der Schweiz, weil die ist schon immer so, werte Schweiz. Dies war eine Eroberung nach einem verlorenen Kreuzzug, um trotzdem die Dominanz voranzutreiben und einen Außenposten für die Kreuzzüge zu schaffen. Die Schweiz ist ja jetzt aktuell sehr aufgeteilt, eine sehr interessante und sicherlich auch schwierige Lage. Insgesamt 3, 4, 5, 6 Einzelgebiete, die nicht miteinander verbunden sind. Und dazu kommt noch der familiäre Krieg um die Schweiz. Ja, die Schweiz hatte es nicht leicht, aber wir sehen auch in den Chronikaufzeichnungen manchmal zu Recht, denn die Schweizer Geschichte ist gespickt mit Mord und Totschlag zuhauf, mit Hexerei, mit abnormalen Praktiken und seltsamerweise im Großteil immer geschützt vom Kaiser von Franzien. Möchtet ihr dazu noch eine Kommentierung abgeben, werter Prinz Pio, der nun an der Macht ist in der Schweiz? Also daher, dass ich das Bezeichnis
nicht gelesen habe mit meinen 20 Jahren von der Familiengeschichte, kann ich nur von meiner Mutter und von meinem Großvater eigentlich reden. Nun gut, wir können es euch auf jeden Fall erzählen. Auch Bayern hat vor längerer Zeit getrauert und war sehr wütend auf die Schweiz. Und das wurde bis heute nicht vergessen, dass auch bayerische Wittelsbacher Familienangehörige getötet wurden durch die Schweizer Hände. Aber gut, die Schweiz hat zu Recht dann die verdiente Rache bekommen, hat Teile ihres Gebietes verloren, wurde aufgeteilt und da war besonders Aquitanien auch daran beschäftigt. Ein König, der nun leider aktuell und heute nicht anwesend ist, aber auch er... Ist das ein Kind? Das ist, kann so oder... Ja, das ist wahr. Auf jeden Fall, die Geschichte Aquitaniens war auch... hat begonnen damit, dass der Graf Otto von Wittelsbach damals einen Pilgerweg genommen hatte nach Santiago de Compostela und dort auf, ich weiß gar nicht, ob es ein Graf oder schon der Herzog war, gestoßen ist von Aquitanien und vormals, glaube ich, noch von einer anderen Grafschaft, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat sich Aquitanien als eine sehr, sehr starke Nation innerhalb Franziens entwickelt, mit der immer zu rechnen war, die immer sehr mächtig war und ja, die sich dann durch den großen Konflikt durchgängig mit der Schweiz ausgezeichnet hat. Nun gut, schauen wir zurück und blicken nach Lothringen. König Alfonso II. Ist dort aktuell an der Macht. Eure Geschichte war auch gespickt vor allem von der Religion, nicht wahr? Von religiösen Kriegen, von ja, zahlreichen Geschehnissen und auch von vielen Kreuzzügen, bei denen viele von uns mit dabei waren. Könnt ihr noch etwas berichten, werter König von Lothringen? Sofern das in der lothringischen Chronik richtig umfasst, ist Lothringen oder ehemals auch das Herzogtum von Niederlothringen jeden Kreuzzug, den der Papst ausgerufen hat, beigetreten und hat im Namen des Papstes auch eigene Kreuzzüge in Iberien ausgerufen, um dort die restlichen sunnitischen Provinzen zurückzuerobern. Und aus diesem Grund haben wir auch soeben noch den Königstitel von Valencia geschaffen, als ein Nachfolgekönigreich für diese Kreuzzüge. Das ist wahrlich beeindruckend, muss man sagen. Wahrlich sehr beeindruckend. Ihr habt wirklich Gott und auch eure Vorväter sehr beeindruckend gedient, würde ich behaupten. Da ist tatsächlich das Königreich Valencia, ein katholisches Königreich, was hier gegründet wurde, und ihr sorgt auch wirklich stark dafür, dass der katholische Glaube in ganz Spanien bleibt und wieder hinkommt, wo er hingehört. Ich meine, das ist eine Aufgabe, die einer meiner Vorväter mir aufgegeben hat, der Gründer von Portugal. Ja, wahrlich beeindruckend. Nur der orthodoxe Glaube auf der anderen Seite ist noch relativ mächtig. Dort gab es einen Versuch Bayerns, Gebiete dann zurück zu katholisieren und das hat auch geklappt, aber weitere Kriege konnten nicht stattfinden, weil es diverse andere Konflikte leider gab. Nun gut, so sei es gewesen. Wir schauen weiter aktuell nach Friesland, die jetzt zuletzt so tapfer mit all ihren Truppen in dem Krieg gekämpft haben und sich aufgeopfert haben. Wir sind sehr stolz auf Friesland, unseren Vasallen. Und auch den jungen König Pandolfo, der jetzt aktuell an der Macht ist. Und ich hoffe, euch wurde berichtet von der Geschichte eurer Dynastie und eures Landes. Was könnt ihr berichten? Was waren für euch die wichtigsten Dinge, die ihr dort gehört habt in dieser Geschichte? Nun, da ich noch nicht volljährig bin, werde ich das Reden meinem Ratskanzler Graf Arnulf von Groningen überlassen. Sehr gerne. Nun, mein Lehnsherr und seine Dynastie ist eine noch gar nicht so alte Dynastie. Erst vor 5 Generationen entstand sie durch Gisbrecht von Swolle, der
an die Macht kam, als in Sachsen die Billunger vertrieben wurden und die holländischen Adligen die Macht übernahmen. Und jener Gisbrecht hatte auch relativ schnell genug von seiner Lehnsherrin und hatte sich dann den Vorfahren von König Alfonso von Lothringen als Vasallen angeboten, die dies natürlich auch dankend annahm. Und die Treue und die Stärke im Glauben hat sich in der Dynastie wie ein roter Faden durchgezogen. Die von Swallis haben ihre Titel und ihre Ländereien immer sehr verantwortungsvoll geführt und waren auch immer treue Vasallen und Verbündete. Und auch in den Kreuzzügen haben sie immer mitgekämpft, waren sehr fromm, konnten auch einige Kreuzritter in der Familie verzeichnen. Und zuletzt waren sie sogar so treu, dass der Vater von König Pandolfo, der erst kürzlich am 21. Februar letzten Jahres gestorben ist, seinen erstgeborenen Sohn und dreimal seine gesamte Armee von 2000 Mann im Kampf gegen die Franzosen verloren hat. Es wird ein großes Denkmal für ihn errichtet werden im Heiligen Römischen Reich. Wir werden seiner gedenken und auch der Männer, die dort gefallen sind. Eine wahrliche große Ehre, die hier gezeigt wurde von Friesland. Nun gut, dann haben wir noch einen Vasallen in unserem Reich, der auch tatsächlich, wie es einst versprochen wurde, treu an unserer Seite stand bis zum Ende, Schwaben und aktuell der Herzog Andreas II. Von Schwaben. Was könnt ihr über eure Geschichte, eure Dynastie berichten? Nun, das Haus Hohenstaufen hatte es nicht immer einfach. Und doch haben wir uns nach langer Zeit nach oben kämpfen können. Nachdem wir erstmal hinterlistig von dem Haus Savoy in mein Herzogtum gebracht wurden, hat mein Vorfahr Herzog David Augsburg erobern können. Und auch er hat in einem Kreuzzug mitgekämpft. Aber sonst... Wenn ich mich nicht täusche, meine Chronikaufzeichnungen meinen zu sagen, habt ihr nicht Augsburg von einem Vorfahr meiner Dynastie erhalten, im Gegenzug für eure Treue? Denn Augsburg, meines Wissens, also die Provinz, die Stadt Augsburg, war einst in Wittelsbacher Hand und wurde euch verliehen als Vasallentum. Und ihr habt dafür eure Treue geschworen, wenn ich mich nicht täusche. Das ist richtig, die Stadt Augsburg, aber nicht den Herzogtitel. Das ist richtig. Den hatten wir schon vorher. Den habt ihr erobert, ja. Für wahr. Schwaben mussten wir nach sehr vielen Inlandsschwierigkeiten selbst erobern. Und auch es zu halten, war nicht immer einfach. Viele Vasallen waren gegen die staufische Herrscherlinie. Fürwahr. Ich habe sehr viele Rebellionen bei euch mitbekommen. Also ihr musstet dort wirklich sehr viel ertragen, aber ihr habt es bis hierher geschafft und steht noch da. Auch einige Erbteilungen gab es, die ihr ja miterleben musstet. Aber ihr seid dennoch ein wichtiger, treuer und wertvoller Vasall hier, der jetzt auch zuletzt im Krieg gegen die Franzosen mitgekämpft hat. Nun gut. Kommen wir zu guter Letzt noch zu unserem Nachbar im Osten, nach Polen. Ein Land mit bewegenden Charakteren, mal laut meinen Chronikaufzeichnungen, die ja sehr Spannendes hervorgebracht haben, die vor allem im Norden Kriege geführt haben, auch gegen die Böhmer immer wieder Kriege geführt haben, sich nie bei den Kreuzzügen beteiligt hatten, weil sie dort beschäftigt waren. Was möchte ein Abgesandter Polens uns noch auf den Weg mitgeben zur Geschichte Polens? Tja, sagen wir mal so, in Polen hat man es nie leicht gehabt.
Man musste oft Entscheidungen treffen, die sehr radikal waren und uns nicht unbedingt einen guten Ruf eingebracht haben. Sei es nun das Beleidigen von anderen Fürsten oder das Unterwerfen von anderen, uns unter andere Herrscher zu unterwerfen. Aber sagen wir mal so, die Situation in Polen war selten so gut, wie sie heute ist, und es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, das ist klar. Aber seit den Tagen von Bolesław II. Hat sich da so einiges getan, Gutes wie Schlechtes, und ich würde im Ganzen behaupten, dass Polen eine sehr neutrale Entwicklung durchgemacht hat, auch wenn wir groß gesteckte Ziele hatten, die wir niemals erreicht haben. Fürwahr. Ein wichtiger Punkt war natürlich auch der Anschluss Polens an das mongolische Imperium. Aber ich denke, darüber wurde ausführlich schon gesprochen. Wir sollten dieses leidige Thema nun beiseite lassen. Es war gerechtfertigt. Nun, die einen Chronikaufzeichnungen sagen so, die anderen sagen dasselbe. Nun gut. Ja, fürwahr, fürwahr. Ich denke, was jetzt vielleicht nochmal eine ganz spannende Angelegenheit ist, jeder Herrscher von euch oder von ihnen hat ja Aufzeichnungen über seine vorherigen Herrscher und was dort alles gemacht wurde. Wenn jetzt nochmal vor Gott und dem Papst jemand Abbitte leisten möchte und nochmal irgendeine seiner Sünden gestehen möchte, die eventuell nie herauskam, die eventuell nie aufgedeckt wurde, dann ist das jetzt die letzte Möglichkeit, um Absolution zu erhalten, um vielleicht die eigene Familie vor dem ewigen Fegefeuer zu retten. Jetzt gibt es auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit, falls jemand etwas sagen möchte. Polen hat insgesamt 4 Wittelsbacher auf dem Gewissen. Boah. Ich frage mich gerade, ob das die Schweiz noch... Wir fragen uns, ob das die Schweiz noch toppt. Oder ob Polen wirklich damit die meisten Wittelsbacher von uns getötet hat. Ich habe einen Wittelsbacher. Tatsächlich. Wie könnt ihr nur morden? Ich weiß nicht, ob ich welche aus anderen Häusern habe aus seiner Dynastie, das weiß ich nicht. Aber gezählt ist ein legitimer Wittelsbacher. Der Erzbischof von Friesland möchte kundtun, dass König Wolfgang von Friesland Schuld an den Toten von König Szybsko von Polen und Prinzessin Mariana von der Schweiz hat. Was? Tut es nicht gut, sowas rauszulassen, Abbitte zu leisten? Doch, mir fällt noch was ein. Ich kann euch nie wieder unter die Augen treten. Ein Herrscher ist gestorben durch eine familiäre Intrige bei mir. Sein eigener Sohn hat ihn ermordet. Das ist in Lothringens Geschichte zweimal passiert. Das war im Übrigen auch einer der Gründe, warum Polen mal einen der Wittelsbacher umgebracht hat, denn einmal wollte ein Sohn eines bayerischen Königs unbedingt, dass wir helfen, die Frau des bayerischen Königs umzubringen, und da diese Frau die Rivalin eines Freundes des polnischen Königs war, haben wir das natürlich gemacht. Nachdem jetzt alle Abbitte geleistet haben, zu guter Letzt sollte ich vielleicht auch noch zugeben, es gab tatsächlich in der Wittelsbacher Geschichte meiner Erinnerung nach einen einzigen größeren Mord, der auch so durchgeführt wurde. Und das war tatsächlich meine Wenigkeit, muss ich ehrlich gestehen. Ludwig, als Intrigenspinner, wollte ich machtpolitisch nun ein Erbe mir schaffen. Als mein Vater noch lebte, habe ich einen Mordversuch in Auftrag gegeben. Mein Vater wusste nichts davon. Ich war es, der dort die Fäden gezogen habe. Ich habe den ehemaligen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches vergiftet und getötet. Und mein Vater ist somit zum Kaiser gewählt worden. Es tut gut, diese Sünde endlich von mir berichtet zu haben.
jetzt wissen wir, dass wir alle auf ewig in der Hölle schmoren. So sieht es aus. Außer der Schwabe. Und ich glaube, König Alfonso der Zweite ist der größte Königsmörder unter uns allen. Wer? Franzchen hat sich nichts Böses zuzuschreiben. Oder was hast du? Außer die Trinkerei. Ich hab's gerade gar nicht. Das ist nicht böse. Genau, liebe Zuschauer, wir werden jetzt aus dem Roleplay vollständig austreten für die letzten circa 10 Minuten vielleicht dieser Folge und werden jetzt sozusagen am Ende dieser Folge nochmal völlig out of RP als wir, als Gaius, als Valasarius und so weiter reden mit euch, nochmal kurz resümieren über alles außerhalb des Roleplays, wie uns das Ganze gefallen hat, was gut lief, was schlecht lief und was wir gerade schon ein bisschen beredet hatten. Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, Franzin hat nie jemanden getötet. Korrekt. Und auch insgeheim hat er eine Person getötet. Und Schwaben hat auch niemanden getötet, richtig? Nein. Wen habe ich denn umgebracht? Okay. Franzchen hat eine Person umgebracht. Den Auftrag an dem Mord. Das war nicht. Nur weil ich einen Mord in Auftrag gebe. Was war das für ein Mordauftrag? Du hast eingeheiratet. Er hätte den Titel verloren. Wäre er gestorben, du wärst Kaiser von Franzien geworden. Ah. Der hatte einen Mörder am Hofe und in meinem Rat, den musste ich benutzen. Deswegen hat er ja die Schweiz behalten. Ah, ja, ich verstehe. Das heißt, durch dieses Geheimnis dann wahrscheinlich auch. Genau. Richtig. Mensch, die Wittelsbacher hätten fast über beide Kaiserreiche geherrscht. Aber erst noch einen Erben töten müssen vorher. Das ist sowieso ein Faktor, der sich ziemlich durchs ganze Projekt gezogen hat. Oder besser gesagt, zwei Faktoren. Man kann das, glaube ich, sehr gut unterscheiden. Ich hatte das ganze Projekt lang Pech und Gaius das ganze Projekt lang Glück. Also Franzin hatte auch gut Glück mit dem Erben von Frankreich direkt. Das war wirklich. Das war aber einmalig. Es war ein großer Glücksfall. Also ich muss ja sagen, Wittelsbach hat sich das ja schon erarbeitet, sozusagen größer und stärker zu werden. Mehr oder weniger. Franzin hat das Kaiserreich mal geschenkt. Und ich hatte auch unverschämt. Nee, Königreich. Frankreich habe ich bekommen. Franzchen war nicht geschenkt, das habe ich ja oben. Franzchen war erarbeitet. Stimmt, Königreich Frankreich, ja. Ja, Freimann hatte so auch unnormal viel Pech, das stimmt. Ja. Ich hatte erst Pech und dann hatte ich mega viel Glück. Ich habe dann als Graf angefangen, der eigentlich als Emporkömmling hätte betrachtet werden müssen. Als niemand. Und dem sein Sohn hat dann den Grundstein dafür gelegt, dass ich jetzt König bin. Und ich wurde in der gesamten Laufbahn dieses LPs, dieses RPs zweimal meiner Krone beraubt. Ja, stimmt. Das ist nur dir passiert. Zweimal. Ja, das richtig. Das ist verrückt. Deshalb finde ich auch, dass in Polen noch mit Abstand die, ich sag mal, realistischste Situation des Jahres 1250 oder wo wir sind her. Das war ganz spannend, muss ich sagen, als du deines Thrones beraubt warst. Da hatte ich doch dich dann auch unterstützt, indem ich, glaube ich, da hatte ich, glaube ich, noch einen Mord in Auftrag gegeben. Das hatte ich fast völlig vergessen. Da hatte ich den falschen König von Polen getötet. Für dich. Ja, und du hattest mir dafür irgendwas. Hattest du mir da die Grafschaft versprochen oder hattest du mir Hilfe in dem Krieg versprochen? Nee, also ich habe dir einen Gefallen einfach nur versprochen, aber dann sind dir die Herrscher ausgegangen und du hast es vergessen. Nee, ich hab's nicht vergessen. Du hast dann gesagt: Ah, mein Vater ist gestorben. Ich erinnere mich an nichts. Vorbei! Nee, ich hab nicht gesagt, dass ich mich an nichts erinnere, sondern dass ich da. Du hast den halt einen deinem Vater geschuldet. Ja, genau. Also, ich find's gerade sehr witzig, wie Aquitanien seit 1245 ungefähr jedes Jahr einen neuen Herrscher gefühlt hatte. Entschuldigung. Warte mal, wer hat denn gerade Entschuldigung gesagt? Kein Lothringen. Der König Alfonso hat mal eine Frage. Das würde mich jetzt tatsächlich auch nochmal interessieren. Ab unter mysteriösen Umständen. Black Rafter, wie oft hast du bei Aquitanien einen Herrscher ermordet? Zählen wir mal. Ich wette, ich habe mehr geschafft. Ich finde es ganz gut, dass wir gerade beendet haben, weil ich gerade herausgefunden habe, dass mein Charakter Hexe ist. Warum auch immer. Dein Charakter? Ja, das hat geklappt! Er wurde von der Schweiz verhext. Das ist auch der Grund, wieso die Schweiz die ganze Zeit so viel Scheiße machen konnte. Ja. Die haben den Kaiser von Franzien einfach verhext. Ja. Das ist ja jetzt erst, den ich seit heute spiele. Aber du bist aus meiner Blutlinie teilweise. Es manifestiert sich jetzt erst. Um vielleicht auch noch etwas Negatives nochmal zu sagen, was halt tatsächlich, das habt ihr vielleicht
naja, manchmal habt ihr es schon mitbekommen, aber nicht so stark wie wir, liebe Zuschauer. Es gab unfassbare technische Schwierigkeiten bei diesem Multiplayer. Also wir hatten immer große Probleme beim Reinladen und wenn wir starten wollten, dass dann wieder Leute rausgeflogen sind, Desyncs gab's. Es war manchmal echt schlimm. Manchmal habt ihr es selbst mitbekommen, dass es dann plötzlich irgendwie, dass ihr da mehrere Anzeigen hattet, dass Leute rausgeflogen sind und wir dann halt noch zu Ende moderiert haben. Das war echt, also das hat dann den Spaß leider manchmal schon so rausgenommen, diese blöden technischen Schwierigkeiten. Ansonsten fand ich es eigentlich echt schön gemacht, Roleplay-technisch. Ich weiß, ich hätte ich habe auch nicht so hundertprozentig, also ich hätte mir gewünscht, ich persönlich hätte noch mehr Roleplay betrieben. Ich finde es manchmal noch sehr schwierig, weil einerseits, um besondere Möglichkeiten zu haben, versuchst du natürlich auch stärker zu werden. Das ist immer so eine zweischneidige Sache. Ich habe versucht, bestimmte Eigenschaften immer zu verkörpern. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine Frau, die eine Königin, die so alt wurde, die aber auch zornig war, als sie dann erfahren hatte, dass eine Wittelsbacher Angehöriger von der Schweiz getötet wurde, dass sie da sehr wütend wurde. Und wie wichtig ihr dann Geld war. Also ich habe so bestimmte Sachen versucht, auch darzustellen, aber mir hat besonders gut Valasarius mit seinen Akzenten immer gefallen, das fand ich super. Aber mir wurde aus vertrauenswürdigen Quellen gesagt, dass ich das ganze Projekt über den falschen Akzent benutzt habe. Oh, okay. Das ist gar kein Polnisch, was ich hier rede, das ist eher ukrainisch. Ah, naja, gut. Das also fangen wir mal an zu zählen. So, Pio der Erste, der Törichte, hat einen aus meiner Dynastie getötet, ein Wittelsbacher. Dann geht's weiter. Hier, der erste König von Aquitanien, den ich getötet habe. Dann geht's weiter. Ich hab also mal einen Herrscher, der niemanden umgebracht hat. Ein Wunder. Das kann gar nicht sein. Da ist irgendwas fehlend. Doch. Übrigens, die Eigenschaft, die Gaius vermutlich auch am besten rübergebracht hat in seinem RP, war die Gefühllosigkeit. Das ist richtig. Aber ich fand, das war nicht so schlimm manchmal. Ich fand, ich habe das schon trotzdem... Ja, es ging so. Also, laut Mordliste stimmt aber... Irgendwas stimmt aber nicht. Die siehst du nicht bei Vorfahren von allen. Ich sehe zum Beispiel nicht von König Alfred II. Die vier Aquitanen. Ah, okay, nee. Ich habe einen Herrscher, der den Freitod gewählt hat. Ich glaube, da habe ich 3 oder 4 Herrscher. 91 lebende Mitglieder übrigens bei den Wittelsbachern. Aber das könnt ihr bestimmt noch übertrumpfen. 23. 79. Gibt es bei den Piasten? Kann mir das jemand sagen? Oh, ja, warte. Oh, oder ist vielleicht dann doch die Wittelsbacher mittlerweile? 82. Hey, dann sind da die Wittelsbacher doch. Warte, was? Piast ist aber sau geschrumpft. Was hast du gemacht? Dann sind ja die Wittelsbacher Platz 1 mit lebenden Mitgliedern, oder? Hier nicht dabei. Also ich bin Platz, keine Ahnung was, ich hatte mich nur 23. Vielleicht hat Gaius den Krieg auch sehr viel hingerichtet. Der Kaiser ist gestorben. Niemanden hin. Nein, Paare. Oh, hier, das Haus Marzahn hat 151. Ist das das Haus von Aquitanien, Marzahn? Ja. Dann haben die noch mehr. 151, ja. Wow. Die haben auch 10 Linien. Die haben aber auch insgesamt Aquitanien, Britannien, Burgund, Aragon als Königstitel Dauer gehabt. Und Navarra. Ja, können wir hier die Dynastiekarte Häuser, genau. Die sind jetzt nur so ein bisschen aufgespalten wegen Pamela. Ja, du siehst aber nur die von den Lehnsherren, also... Das finde ich schade, dass die das nicht irgendwie aus Tekka 2 integriert haben. Ach so, ja, das ist ein bisschen... Und also, Gaius, wir haben die ganze Zeit was verschwiegen. Wir alle. Du hättest... Ja, stimmt. ...seit 100 Jahren mehr Geld machen können. Weil es gibt so eine Karte mit speziellen Gebäuden in CK3, wo du die dir entweder mehr Geld, mehr Truppen oder sonst was geben. Und du hattest die ganze Zeit diese Gebäude in deinem Land, in Bayern zum Beispiel, in Tirol und in Innsbruck, hattest du die ganze Zeit die Möglichkeit, daraus mehr Geld zu schlachten. Und du hast es einfach nie gemacht. Oh, das stimmt. Deshalb ein Silberbergwerk, 3 Gold, krass. Deshalb zum Beispiel wollte ich auch die ganze Zeit Czaslau haben, weil ich damit sehr viel mehr Geld verdient habe als vorher. Das ist aber sehr freundlich von euch, dass ihr mich da nicht drauf hingewiesen habt. Ich wollte dir sagen, aber ich hab's vergessen. Du warst halt ständig Genieherrscher und sowas, da wissen wir dich ja mal ein bisschen bauen. Ja, war schon in Ordnung. Gaius ist ein Genie, also anscheinend ist er doch keins gewesen, oder? Ja. Ja, ich meine, wir haben ja so oder so schon eigentlich in der Regel, ich gehe mal davon aus, wenn man alles von Anfang bis Ende sieht, am meisten Geld gescheffelt, die Wittelsbacher. Franzin hat jetzt erst am Ende, glaube ich, so viel Geld gemacht, aber wir waren ja noch lange Zeit sogar über Franzin immer gewesen, was monatliches Geld anging. Aber nur mit Theodelinda. Aber ganz gut.
Wirtschaftsgott war. Franzien, ja, das war die einzige, die drüber war. Wie hast du das hingekriegt, auf einmal so viel Cash zu machen? Sind alle Gebäude gerade fertig geworden, oder was? Ich habe fast jedes Gebäude auf Stufe 6. Ja, moin. Ja gut, ich habe da jetzt nicht so im Detail halt perfekt also, metamäßig drauf geachtet, weil mir da das Roleplay wichtiger war, als jetzt alles perfekt also auszubauen. Meine Gebäude sind auf Stufe 2. Sondern nur so also ich kann da in etwa mithalten mit den beiden. Und ja, aber wir sind echt viele Gebäude noch bisschen, was ich da habe. 2 oder 3, ja, stimmt. Aber was ist das? Köln macht alleine 16,3 Steuern. 16,3, was ist mit Rotenburg? 7,8. Oh. Ich glaube, nur Paris könnte da mithalten. Ja, Paris macht 9. Ich habe schon wieder fast vorhin 100 Gold gemacht, ja. Gut, gibt's noch irgendwas zu sagen, was ihr abschließend irgendwie noch sagen würdet? Zwischenzeitlich hätte es die Möglichkeit gegeben, dass Byzanz sich Polen einverleibt, weil ich habe gesehen, dass einer der byzantinischen Kaiser einen Sohn hatte, der einen Anspruch auf das Königreich Polen hat, und der war tatsächlich später auch Kaiser von Byzanz, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er hieß, aber der hatte eben einen Anspruch auf das ganze Königreich, deshalb habe ich konstant mit dem Beziehungen verbessert, damit er mich ja nicht angreift, und es hat funktioniert. So, jetzt habe ich mal den Dynastiebaum bei mir richtig ausgeklappt. Hier ging es nämlich los mit Graf Otto. An das Gesicht kann ich mich noch sehr gut erinnern. Gott befehle mich. Und ich finde, dem Ruf sind wir auch gefolgt. Wir sind jeden Kreuzzug dabei gewesen und waren auch teilweise sehr religiös mit einigen Charakteren unterwegs. Und dann ging es hier weiter. Herzog Otto der Dritte. Dann kam schon der König Herbert von Bayern. Und so ging es dann durch. Dann kam Königin Theodolinda. Da waren das echt nur so wenige. 1, 2, sind immer so alt geworden. 4. Bis Königin Theolinda waren es einschließlich mit Graf Otto 4 Stück nur. 4 Dynastien. Ja, deine Herrscher sind, glaube ich, alle mit über 60 gestorben. Ja, ja, die sind tatsächlich sehr alt geworden. Hier, gut, Herbert 57, aber Theodolinda halt 77. Dann kam Prinz Ludwig mit 52. Der älteste Herrscher aller Zeiten war ja immer noch der 83-jährige Franz. Ja, Franzien war jetzt echt alt, das stimmt. Vorher war hier mit, ich glaube, 76, also mein erster Charakter war auch der älteste eine Zeit lang mit 76. Dann kam Theodolinda und dann der Franzose. Genau. Ja, Theodolinda also mein ältester war ein cooler mein Charakter. Ältester war knapp 70. Das kann ich noch toppen. 73 ist ja, ich bin aber auch immer mit 35 gestorben, weil... Prinz Hans. Ah, ich habe Thüringen auch bei mir. Okay. Also ein Durchschnitt, wo ich sterbe, ist so 45 gewesen. Viele Nebenlinien habe ich auf jeden Fall auch gegründet. Achso, Franzien, ich habe dir mal einen Vasall übertragen. Der geht mir auf den Sack. 69, oh. 54, 73. Gib den Burgund. Ich gebe dir noch einen. Könnte vielleicht nochmal in die Runde fragen. Also, hat Gaius ja gerade schon gesagt, welcher von den Charakteren, die ihr gespielt habt, war denn so euer Lieblingschar? Der Törichte. Der hieß mit Vornamen? Pio. Ah, der erste Pio, oder wie? Das ist schwer zu sagen. Meiner war tatsächlich der allererste, den ich gespielt habe, dessen Sohn auch alles verloren hat, der Hermann von Lüneburg. Okay. Hermann von Lüneburg. Bei mir muss ich auch sagen, war es entweder der erste noch oder der sich den Mongolen unterworfen hat. Schön. Also entweder war es bei mir Herzog Amadeus oder Herzog Sigmund. Einer war von Niederlothringen, der andere von Jülich. Weil die waren diejenigen, die meine Dynastie halt erst in große Einzelteile aufgebrochen hat. Oder jetzt König Alfonso, der ja entsprechend sein Königreich mit dem Tod in 2 Königreiche aufgeteilt hat. Also, Lothringen. Beim Franzia würde es mich mal interessieren. Ja, ich habe mich bei Franzia am meisten an den erinnert, der dann so am Ende dieser Saufkopf war, aber auch sehr alt wurde. Ja, eigentlich aktuell Bernhard, oder? Nee, nicht der aktuelle. Glaub, das war Henry der Dritte. Ja, das kann sein. Du hattest ja auch so ultra viele Henry, oder? Henry, ja, irgendwie so. Aber der war schon ganz cool, ja. Da habe ich auch viel Interaktion gehabt mit dem. Hat nicht der auch die Saufkopf-Tradition gestartet? Der erste. Henry. Nee, der Dritte, ja. Der hat die. Da, nee, der erste. Der hat die Lieferung aus Bayern bekommen. Ja, der genau. Erste. Oh ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also der erste hat es gestartet, der zweite hat es nicht weitergeführt, dann erst wieder ab dem dritten und dann ging es dauernd durch. Ja, aber der hat das so spät bekommen, der erste, das kaum der Rede wert.
Ja, der letzte jetzt hat es ja direkt nach dem Krieg bekommen. Ja, aber nur, weil ich alle hingerichtet habe. Hallo, er hat eine riesen Hinrichtungsparty gemacht. Ich habe da auch nochmal 10 Gefangene hingerichtet. Ich habe ehrlicherweise niemanden, ich habe kaum jemanden hingerichtet. Ich war nie so derjenige, der das, also kein Charakter, der das irgendwie wollte oder dieses Ziel hatte, jemanden hinzurichten. Ich glaube, du hast einfach die ganze Zeit nicht gemerkt, dass Leute in deinem Keller saßen. Doch, ich habe dann meistens Lösegeld tatsächlich gefordert. Ich erinnere mich noch an einen Gefangenen von dir, der irgendwie sein ganzes Leben in deinem Kerker verbracht hat. Da war der irgendwie 23 Jahre drin oder so. Sterben die Franzier gerade unwahrscheinlich oft? Ja, die, nur weil ich ein Kind spiele, ja, solltet ihr euch gegenseitig kaputt hauen. Also jetzt hätte ich Franzien verloren, gegen so viele Truppen hätte ich keine Chance. Ja, jetzt aber ist es halt nur mal ein Befreiungskrieg. Ne? Mach mal eine Masseninrichtung. Jetzt könnte ich nochmal robuste Blutlinie wählen. Wahrscheinlich habe ich gerade schon wieder jemanden aus dem Hause von Aquitania. Na gut, aber ich würde sagen, bevor wir es jetzt hier übertreiben, kommen wir zu einem Ende, liebe Zuschauer. Ja, nochmal vielleicht Resümee allgemein. Es war ein cooles Projekt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war immer wieder sehr lustig, also es gab immer wieder die lustigsten Sachen. Ich fand die Kreuzzüge immer sehr spannend, wo ein Großteil von uns zusammen dorthin gegangen ist und gekämpft hat. Ich fand die Interaktion mit Polen immer sehr lustig, aber eben auch mit Franzien, mit den Alkohollieferungen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Abenteuer des Königs von Polen sind legendär. Im Übrigen war der dritte, dem du den Alkohol geliefert hast, auch der den Auftrag gegeben hat, den anderen umzubringen. Also die. Ja, ich habe es mir so fast irgendwie gedacht, dass es dann da was gab, aber ich habe halt nichts gefunden. Ich habe, glaube ich, gesucht gehabt. Berauscht vom bayerischen Schnaps. Ihr könnt jetzt gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Bitte gerne ein Resümee geben, gerne konstruktive Kritik. Was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht fürs nächste Mal, dass wir daraus lernen. Wir hoffen halt, dass Crusader Kings 3 auch ein bisschen stabiler wird in Zukunft, dass man sowas auch mal wieder machen kann. Wenn es so bleibt wie jetzt, habe ich halt leider aktuell tatsächlich keine Lust dazu, weil es halt technisch so schwierig ist. Ich werde auf jeden Fall im Singleplayer weiterhin auch Projekte machen mit Crusader Kings 3, weil mir das Spiel echt gefällt. Hätte ich nicht gedacht, bei Crusader Kings 2 bin ich ja nie reingekommen, obwohl ich es ein paar Mal probiert hatte. Aber jetzt Teil 3 gefällt mir wirklich. Macht viel Spaß. Ich bin immer gespannt auf die neuen DLCs. Northern Lords habe ich euch ja schon gezeigt mit den 3 Livestreams zu den Varäger-Abenteuern. Mit Sigurds Schlangenauge und ansonsten, wie gesagt, Crusader Kings 3 wird jetzt hier nicht verloren gehen. Ich kann euch jetzt aber gerne schon mal hinweisen auf das Eumre, wenn euch Paradox gefällt, wenn euch Roleplay gefällt und ihr etwas Ähnliches sehen möchtet. Das Europa Universalis 4 Multiplayer Rollenspiel Event. Ich weiß jetzt nicht genau, wann diese Folge hier kommen wird. Aber Ende April, hat jemand das genaue Datum für mich? Wann kommt das neue DLC? 27. Genau, 27. April kommt das neue DLC zu EU4 und wir wollen voraussichtlich, planen wir jedenfalls an dem Wochenende die erste Aufnahmesession zu machen. Das heißt, danach dauert es dann nochmal vielleicht 1 bis 2 Wochen, bis die erste Folge kommt. Dann startet dieses besondere Roleplay-Event in Europa Universalis 4 im Jahr 1444. Ich werde kein Land spielen, sondern ich werde Overview sein, ich werde alles mir anschauen und werde aber natürlich als Rollenspielcharakter mit den verschiedenen Ländern interagieren. Wir haben uns jetzt schon mal die Bewerber angeschaut, das sieht ziemlich spannend aus, also es wird spannendes Roleplay werden, liebe Zuschauer. Und wie bitte? Aber auch da wird ein bekannter Akzent zurückkehren. Richtig, nur kein polnischer. Seid gespannt, was für ein bekannter Akzent da zurückkehren wird. Oh Gott. Wenn ich an der Stelle vielleicht mal ein bisschen Werbung machen darf. Ich habe tatsächlich, wenn euch dieses Sicamre, das Rollenspielprojekt an sich interessiert hat und ihr das vielleicht nochmal auf einer neuen Ebene sehen wollt, ich habe derzeit tatsächlich ein Streaming-Projekt auf Twitch, wo ich mit den Umayyaden spiele. Im Jahr 867 habe ich da gestartet und dort mache ich das sehr stark auf Roleplay-Entscheidungen. Ich bewerte die Eigenschaften des Charakters sehr, sehr genau und lasse sie Einflüsse auf die Events haben und sorge dafür, dass jede Entscheidung wirklich aus Sicht des Charakters getroffen wird und nicht aus Metasicht. Das ist dann auf jeden Fall nochmal eine etwas andere Stufe vom Roleplay, aber natürlich im Singleplayer dann. Genau, da könnt ihr auch mal bei Valasaris vorbeischauen. Also,
Also okay, ich hoffe, euch hat's gefallen, liebe Zuschauer. Das war's jetzt mit dieser letzten finalen Folge. Lasst gerne nochmal am Ende ein Like da, würde mich freuen, damit ihr nochmal zeigt, ob euch das Projekt gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr neu dazugestoßen seid. Es wird weiterhin Roleplay-Projekte geben mit Paradox, mit verschiedensten Spielen, wo es dazu passt. Es wird auch Roleplay-Projekte geben ohne ein Computerspiel. Darauf dürft ihr euch auch freuen. Als nächstes ist dort die antike römische Republik geplant. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf, natürlich. Ja, das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar. Zuletzt jetzt hier Kaiser, König vom Heiligen Römischen Reich und natürlich auch von Bayern aus dem Hause Wittelsbach gestartet in Rothenburg.